Alter, ist das heiß. Ey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Der wöchentliche GTA News Flash ist mal wieder am Start mit den wichtigsten News zum Thema GTA, die in den letzten 7 Tagen so passiert sind. Es ist nicht so wahnsinnig viel passiert, aber dafür haben wir eine Handvoll sehr geiler News. Es ist zum Beispiel das Sommer-Update dabei, alles was ihr wissen müsst, Datum und so weiter, was wir am Dienstag alles erwarten können. Außerdem gibt es noch einen Take-Two-Geschäftsbericht, weil Take-Two bzw. Rockstar Games wollen die Preise für GTA 5 teurer machen und generell für Next-Gen-Spiele und noch vieles mehr. Und die besten GTA-Funny-Moments der letzten 7 Tage von Reddit. Wie immer, jetzt erstmal ein kurzer Recap. Was habe ich so in der letzten, ich wollte gerade sagen, letzte Eventwoche in der aktuellen Eventwoche gemacht? Rockstar Games hat ja die alte Eventwoche nochmal verlängert bis zum 10. August. Das war am Anfang nicht so wirklich klar, weil im Social Club ja noch 5. August stand. Aber okay, jetzt geht die halt bis Dienstag früh. Ja, und dann am Dienstag Vormittag kommt das Update. Jedenfalls, ich war ein bisschen Arena War am Zocken. Hier kommt der Monsters 1. Ehrlich gesagt, mein einziger Job, der mir Spaß macht bei Arena War. Hier kommt der Monsters 1. Kannst jetzt schön auf den Flügel hinhocken mit dem Issy. Gewinnst die Matches dadurch relativ leicht. Dann auch doppelt Geld auf Überlebenskämpfe ausgenutzt. Haben wir einen coolen Spot gefunden bei Grove Street. Überlebenskampf links, rechts, hinten und oben. Alles schön abgeschirmt. Die Gegner können nur von vorne kommen. Und ja, dadurch kannst du den Überlebenskampf 10 Wellen zumindest ziemlich easy gewinnen. Bin dann durch den dreifach AP Arena War Bonus auf Level 51 gekommen. Hab ab Level 50 dann den Dozer freigeschaltet. Also Heavy Dozer. Planierraupe, damit ein bisschen Action gemacht, in der Lobby noch einen Kollegen hergeholt, Grüße gehen raus an Vogelsohn, mit 2 Dosern rumgeheizt, dünne Passanten aufgesammelt, dicke Passanten aufgesammelt, wir haben echt so ein bisschen Angeln gespielt, die dann in den Schaufeln hin und her geschüttelt, bis sie sich nicht mehr bewegt haben und dann ja mitgekriegt, dass so ab 4 Leuten in der Schaufel es verdammt schwer wird, das Ding zu bewegen, auf jeden Fall, ich denke mal, eine sehr sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Bisschen Langeweile hatten auch die Leute hier in den Funny Moments. Zum Beispiel hatten sich gedacht, okay, wir sind jetzt hier im Real Life, haben unsere Fahrräder, was können wir machen? Wir können uns Oppressor Bikes im Real Life basteln. Einfach so ein Papprohr ran, ans Fahrrad rankleben, Feuerwerk rein, Feuerwerk anzünden und yo, du hast ein Oppressor Bike im Real Life. Sehr geil. Doomsday heißt Akt 2 Finale. Avenger im Hangar parken. Was kannst du machen, wenn dir langweilig ist? Du kannst die Avenger so schräg reinparken, so ein bisschen reinsliden. Hauptsache du landest im Missionskreis, die Avenger explodiert und es sieht einfach verdammt stylisch und weird aus. Wir kommen jetzt gleich zu den ganzen interessanten GTA-Infos, die aus dem offiziellen Take-Two-Geschäftsbericht bekannt geworden sind. Erstmal mal eine kurze Info zu dem aktuellen Loot for Games Gewinnspiel. Das geht noch bis zum 10. August. Wer es nicht mitbekommen hat, alle, die über meinen Link unten in der Videobeschreibung ist der erste Link, sich etwas gönnen im Shop von Loot for Games, nehmen am Gewinnspiel teil. Beziehungsweise werden dann aus allen Gewinnspielteilnehmern 10 Gewinner ausgelost, die dann jeweils 51 Euro Loot for Games Shop-Gutschein bekommen. Außerdem nochmal 10% Rabatt bis zum 10. August auf alle GTA-Produkte. Jedenfalls hatte Take-Two Interactive am 3.8.2020 einen neuen Geschäftsbericht rausgehauen. Zum Beispiel für die Investoren, dass sie überlegen können, hey, möchten wir unsere Aktien behalten, möchten wir neue Aktien kaufen oder möchten wir Aktien verkaufen? Ja, dafür ist es halt gut zum Beispiel. Für das erste Geschäftsquartal 2021 und das hatte am 30. Juni 2020 geendet. Ja, klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Jedenfalls ist dabei rausgekommen, dass es für Take-Two bzw. Rockstar Games mal wieder richtig Bombe läuft. Zum Beispiel wurden bis Juni 2020 ganze 135 Millionen GTA 5 Einheiten verkauft. Das ist heftig. Und wenn wir jetzt mal in die Liste schauen mit den am besten verkauften Spielen aller Zeiten, dann ist Minecraft zwar immer noch auf Platz 1 mit 200.000 Einheiten oder 200.000 verkauften Spielen, aber GTA 5 kommt jetzt richtig nah dran mit 135 Millionen verkauften GTA 5 Einheiten. Ich sag mal, wenn die Next-Gen-Version rauskommt, Mitte 2021 soll die rauskommen für PS5 und Xbox Series X, sollte GTA 5 dann irgendwann auf Platz 1 sein. Der am meisten verkauften Spiele aller Zeiten. Ich call's hier in dem Video. Take-Two Interactive hatte außerdem gesagt, dass durch diese ganze GTA 5 im Mai kostenlos Aktion, also im Mai war ja GTA 5 eine Woche lang für PC auf dem Epic Game Store kostenlos. Laut Take-Two gab es dadurch einen Netzwerkeffekt. Durch die ganzen neuen Spieler, die dazu kamen, die sich halt kostenlos GTA 5 für PC gegönnt haben, sind auch wieder viele alte Spieler zu GTA Online zurückgekommen. Also die haben sich gesagt so, okay, GTA Online ist gerade wieder so ein bisschen im Hype, es kommen Haufen neue Spieler dazu, interessant, ich glaube, ich sollte GTA Online mal wieder anschmeißen, mal gucken, was da so passiert. Ja, viele wiederkehrende Spieler und dadurch auch viele Sharkard-Verkäufe, ja, komme ich nochmal drauf zurück gleich. Außerdem hatte sich GTA 5 von April bis Juni 2020 noch mehr verkauft als im September 2013 am Verkaufsstart, das musst du hier mal reinziehen, noch mehr Verkäufe von April bis Juni 2020 als im September 2013 zum Verkaufsstart. Und der war ja schon krass. Nämlich gerade die ganzen wiederkehrenden Spieler haben in GTA Online dafür gesorgt, dass Rockstar Games ganze 155%
Umsatzsteigerung bei Sharkart-Einnahmen hatte im Vergleich zum selben Zeitraum in 2019. Das musst du dir mal reinziehen. 155% mehr Einnahmen durch Sharkarts. Wahnsinn. Und da hat Take-Two auch gesagt, dass es hier ein neuer Rekord ist, was so Mikrotransaktionen angeht. Nochmal kurz zur Erklärung, falls es irgendjemand nicht weiß. Take-Two Interactive ist der Mutterkonzern und Rockstar Games ist der Tochterkonzern. Rockstar Games gehört zu Take-Two. Take-Two hat letztendlich das Sagen, das sind die großen Bosse, denen Rockstar Games gehört. Nur mal kurz zur Info. Hey, die meisten wissen ja, glaube ich, dass es eine Remastered-Version von GTA 5 Online für die Next Generation geben wird, also für PlayStation 5 und Xbox Series X, mit besserer Grafik und neuen exklusiven Inhalten. Jetzt sagt Take-Two auch noch, dass es wahrscheinlich weitere Neuauflagen geben könnte von älteren Spielen von Take-Two, also die Marken, die Take-Two halt besitzt. Welche Marken sind das? Zum Beispiel Bioshock, Borderlands, XCOM und so weiter. Take-Two Interactive ist im Geschäftsbericht auch nochmal auf die eigenständige Version von GTA Online eingegangen, die ja Mitte 2021 eben, wie gesagt, als alleinstehende eigenständige Version für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Also nur Online-Modus ohne Story, dass man nur den Online-Modus zocken kann. Logischerweise, weil die meisten haben halt keinen Bock auf die Story mehr. Die wollen einfach nur online zocken mit neuen Features, neuer Grafik, neuen exklusiven Inhalten. Und zwar werden diese exklusiven Inhalte nicht für PlayStation 4 und auch nicht für Xbox One erscheinen. Man muss sich da wirklich die neue eigenständige Version von GTA Online kaufen, beziehungsweise das komplette GTA 5 Remaster mit Story-Modus und Online-Modus. Aber es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich für die PC-Version, die eigenständige PC-Version von GTA Online. PC-Zocker werden trotzdem alle exklusiven neuen Inhalte bekommen, die eigentlich nur die PlayStation 5 und Xbox Series X-Zocker bekommen. Warum das Ganze? Take-Two begründet das mit der anpassbaren Hardware. Du kannst ja nicht einfach eine PlayStation 4, eine neue Grafikkarte reinschieben oder eine Xbox One, geht halt nicht. Von daher geht das nur auf PC und deswegen bekommen auch die PC-Zocker ganz normal die neuen exklusiven Inhalte. Ansonsten müssen sich die PS4 und Xbox One-Zocker eben die neue Version kaufen von GTA 5 oder GTA Online halt für die PlayStation 5 bzw. Xbox Series X. Übrigens, diese Version wird, wie gesagt, komplett kostenlos sein für PlayStation 5-Zocker innerhalb der ersten 3 Monate nach Release. Danach wird man für die eigenständige Version von GTA Online um die, ich schätze mal, 30 bis 35 Euro zahlen müssen. Xbox Series X-Zocker werden das von Anfang an zahlen müssen, nämlich dann, wenn die GTA Online-Version rauskommt. Und deswegen kommen wir jetzt auch gleich mal zu den neuen Preisen von den PlayStation 5 und Xbox Series X-Spielen. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Take-Two bzw. Take-Two-Chef Strauss Zelnick möchte GTA 5 auf jeden Fall teurer machen. Er hat gesagt, du hast halt eine bessere Qualität, der Entwicklungsaufwand ist höher, deswegen wollen die höhere Preise verlangen. Von welchen Preisen reden wir hier? Wir reden hier von rund 75 Euro für GTA 5 Remaster auf PlayStation 5 und Xbox Series X. Also 5 Euro mehr, als wir jetzt bezahlen. Jetzt bezahlen wir 70. Strauss Zelnick von Take-Two möchte aber 75 in Zukunft. Was ist passiert? Auf Reddit sind ein Haufen Fans, naja gut, ich will nicht sagen durchgedreht, aber ein Haufen Zockerfans, ein Haufen GTA-Fans haben sich aufgeregt und haben einen Boykott veranstaltet. Und daraufhin ist Take-Two-Chef Strauss Zelnick hier Folgendes passiert. Er hat sich halt schon krass verbrannt, aber er konnte sich gerade mal noch so retten, wie er der Typ, der ja gerade aus dem gesprengten Muldenkipper aussteigt und es noch irgendwie schafft, sich so durch einen Sprung nach draußen zu retten, rauszuklettern, ist noch ein bisschen auf den Boden gefallen, aber hat es halt noch geschafft, hat noch die Kurve gekriegt. Ich zitiere hier mal das Online-Magazin Spieletipps.de. Einmal hier, Reddit startet aus Protest einen Boykottaufruf und danach hat sich halt Strauss Zelnick umentschieden und inzwischen ist Zelnick jedoch zurückgerudert und präzisiert, dass bei jedem Spiel neu entschieden wird, ob es zu der Preiserhöhung kommt. Oder halt nicht. Ja. Die entscheiden dann, okay, ist dieses Spiel besonders aufwendig? Wir verlangen 75 Euro. Ist es nur irgendein Casual-Game, was jetzt nicht so krass aufwendig ist vom Entwicklungsaufwand her? Wir verlangen 70 Euro. So könnte ich es mir vorstellen. Ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall heftige Next-Generation-Spielepreise. Auch schon jetzt kaufe ich mir Spiele erst ein paar Wochen oder ein paar Monate nach Release oder gebraucht sogar, weil mir schon 70 Euro teilweise viel zu heftig sind. Auch noch einen heftigen Stunt seht ihr hier von Horizon Dynamics. Auf jeden Fall mal auschecken auf YouTube. Stuntet hier mit seinem Laserjet rückwärts in diesen Meriwether-Hangar-Halle rein. Dreht dann aus dieser Rückwärtsbewegung nochmal um im Slow-Mo-Modus Richtung Hallendach und fliegt dann das Hallendach raus. Echt
Nice, richtig geiler Stunt. Gerade gab es eine Menge Infos und Zahlen im Take-Two-Geschäftsbericht, jetzt gibt es noch ein paar mehr Zahlen, nämlich, wie immer, UK Top 40. Die 40 meistverkauften Games aus dem Vereinigten Königreich, hier die Charts von der Woche, die bis zum 1. August ging, also der Samstag halt, ne? GTA 5 ist ein bisschen abgerutscht von Platz 8 auf Platz 9. Mal schauen, wie sich das jetzt mit dem Update ändert. Ob jetzt GTA 5 wieder so in die vielleicht Top 5, Top 3 rutscht. Ja? Mal schauen. Achtung, jetzt kommt wieder diese krasse Überleitung. Abgerutscht sind auch die Leute hier in GTA Online. Weil zurzeit gibt es in GTA Online einen richtig krassen Trend. Ich finde den auf jeden Fall hammerlustig. Die Leute rutschen mit den Motorhauben den Berg runter. Motorhaubensurfing oder so könnte man es nennen. Fand ich mega witzig, habe ich damals auch gemacht als Teenie. Wir hatten so eine Kiesgrube und da lagen zufälligerweise auch so alte Motorhauben von Autos rum. Ja, wir haben uns die Motorhauben geschnappt und sind damit den Sandberg runtergerutscht. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wie gesagt, hat mich daran erinnert, du kannst halt mit deinen Freunden so eine Challenge machen, so wer am weitesten kommt. Oder du stellst dich einfach nur auf die Motorhaube drauf und rauchst so ein bisschen eine. Ne? Kannst du auch machen. Wir gehen jetzt mal Stück für Stück auf das Los Santos Summer Special Update ein, beziehungsweise auf den Newswire-Artikel, den ja Rockstar Games am Freitag späten Nachmittag gepostet hatte. Auf jeden Fall sehen wir ja als erstes Bild einen Gauntlet Classic, aber nicht nur einen normalen Gauntlet Classic. Ich denke mal, das wird so eine Art Gauntlet Classic Mark II Version sein, wie es Rockstar beim Retinue gemacht hat. Gibt es ja normal Retinue und dann Retinue Mark II. Gauntlet Classic hatten wir schon und jetzt sehen wir hier diese neue Version. Ich denke nicht, dass es eine Bennys-Version ist, sondern eine, die wir auf Legendary Motorsport zum Beispiel kaufen können oder Southern San Andreas. Ne? Wir haben jetzt nämlich hier diese neuen Klapplichter, hatten wir nicht beim Gauntlet Classic, da waren das diese ganz normalen flachen. Und deswegen geht jetzt hier der neue Gauntlet Classic mehr in die Richtung vom Plymouth Superbird mit einer Mischung aus dem Dodge Charger Daytona. Ich würde da sagen, noch ein bisschen mehr Charger Daytona als Superbird. Unter dem Bild mit dem neuen Gauntlet Classic schreibt ihr Rockstar Games folgendes: Macht mit einer Reihe neue Aktivitäten, die ab nächster Woche in GTA Online stattfinden, das Beste aus den verbleibenden Hundstagen des Hochsommers im südlichen San Andreas. Ja, nicht nur in San Andreas ist es verdammt heiß, auch im Real Life, Alter. Ich springe nur mit der Boxershorts durch die Wohnung, ist der Wahnsinn. Der Sommer in Los Santos hat für jeden etwas im Gepäck. Von spannenden Koop-Missionen, die ihr von eurer Superjacht aus starten könnt, also Koop-Mission, schon mal Mission 1 bis 4 Leute, gehe ich davon aus, die man von seiner Superjacht aus starten kann. Ich habe mir deswegen, Achtung, mal kurz gucken, extra für diesen Account hier nochmal eine Yacht gekauft. 9,7 Millionen rund, ja, ausgegeben. Habe ich ja vorhin schon gezeigt, habt ihr vorhin gesehen. Mein Kontostand hat echt gelitten dadurch. Wahnsinn. Ja, jedenfalls, Superjacht aus starten und bis hin zum Nervenkitzel in streckenbasierten Open-Wheel-Rennen ein Haufen neuer Fahrzeuge und mehr. Also neue Open-Wheel-Rennen, neue Fahrzeuge und mehr. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Da schreibt Rockstar Games nochmal was speziell dazu. Hier sehen wir nochmal die Superjacht auf dem Screenshot darunter und darunter nochmal ein Text. Besitzer einer Galaxy Superjacht können eine Reihe brandneuer Missionen in Angriff nehmen, entweder alleine oder jetzt kommt es mit bis zu 3 Schiffskameraden. Es ist halt die Frage, sind das wirklich neue Kontaktmissionen oder einfach nur VIP-Jobs, die man über das Interaktionsmenü starten kann? Weil über das Interaktionsmenü, über das CEO-Menü, dann hast du ja die Möglichkeit, zum Beispiel Piratenabwehr zu machen, wenn du eine Yacht hast. Und kommen da jetzt vielleicht einfach nur neue VIP-Jobs dazu mit der Yacht denn? Nee, glaube ich nicht. Ich denke, es kommen wirklich neue Kontaktmissionen dazu. 1 bis 4 Spieler halt, normale Kontaktmissionen, die ein bisschen aufwendiger gestaltet sind, ein bisschen spaßiger sind und ein bisschen abwechslungsreicher als die einfachen VIP-Missionen. Und worüber können wir die überhaupt starten? Wir gucken mal kurz zur Yacht. Wir sind hier auf der Brücke beim Captain. Hier können wir zum Captain sagen, Digi, wir wollen unsere Yacht hier irgendwo hin positionieren. Also das ist schon mal hier diese Steuerzentrale auf der Brücke. Und dann haben wir noch diesen Bereich hier, der irgendwie so aussieht, als ob wir noch damit was machen können. Vielleicht können wir ja die neuen Missionen über diesen Bereich hier starten. Vielleicht kommt ja noch so ein PC hin und dann sehen wir auf diesem Bildschirm irgendwie ein Missionsinterface. Ist aber nur meine Spekulation. Weiß ich nicht, ob das auch so eintrifft. Weiterhin schreibt ihr Rockstar Games, dabei kommen Seeleute aller Couleur zum Zuge, egal ob man Tiefsee tauchen oder hochgradigen Hochgeschwindigkeitsspaß auf hoher See favorisiert. Also in den Missionen wird einmal Tiefsee tauchen dabei sein. Oder wahrscheinlich irgendwelche Missionen, wo man mit Jetskis unterwegs ist und dann so ein bisschen Drive-by-Shooting-Action macht. Hier sehen wir so einen Typen auf dem Bild. Wir haben einen Jetski. Da habe ich gedacht erst, hey, warte mal, ist das ein neuer Jetski? Und habe gesehen, nee, das sind hier diese speziellen Superjacht-Jetskis, die mit den Yachten geliefert werden. Nichts Neues. Was aber Neues bei dem Typen ist, soweit ich das hier sehen kann, sein Hemd. Dieses Pixel-Karo-Hemd. Sieht ziemlich cool aus und sollte neu sein. Die Waffe
Maschinenpistole sollte alt sein. Bei der Frisur bin ich mir nicht zu 100% sicher, weil diese Cornrows, die so ein bisschen rund zur Seite gehen, könnten auch neu sein. Ihr könnt mal in die Comments schreiben, ob die Frisur alt oder neu ist. Der Rockstar Insider Test 2 sagt zu den neuen Superjacht-Missionen folgendes. Endlich haben wir mal für die Superjacht eine Verwendung, eine wirkliche Verwendung, weil wenn wir mal überlegen, vorher, wenn wir ganz ehrlich sind, wofür haben wir die Superjacht verwendet? Um anderen zu zeigen, hey, guck mal, ich habe eine fette Yacht, die steht da rum. Oder für Piratenabwehr. Ansonsten haben wir doch die Superjacht nie verwendet, oder? Thema Superjachtverwendung. Ihr könnt mal Folgendes probieren. Fliegt mal mit einer Seabreeze unter der Superjacht durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Bockt echt, weil klappt halt mit der Seabreeze. Das Ding ist im Wasser unzerstörbar, wenn ihr normal fliegt. Auf dem Rücken natürlich nicht. So, noch mehr Infos zum Sommer-Update. Rockstar Games schreibt ja, zwischen Lieferungen und Verkäufen können aufstrebende Spieler auf den Straßen neue Konkurrenzkämpfe an einigen überraschenden Schauplätzen austragen und dicke Belohnungen kassieren. Erstmal neue Schauplätze für Konkurrenzkämpfe, die irgendwie überraschend sein wollen. Ich kann mir da Folgendes vorstellen. Ein Konkurrenzkampf, der auf der Macebank stattfindet, wo ihr zum Beispiel meinetwegen ein Auto von der Macebank mit einem Cargo-Bob vor den anderen Spielern runterholen müsst, in euren Nachtclub rein oder an irgendeine Drop-Off-Location und dann werdet ihr ausbezahlt und es hört sich ja auch so an, als ob die Konkurrenzkämpfe einen höheren Payout haben als vorher. Weiterhin schreibt hier Rockstar Games, auf dem Gelände des Diamond Casino and Resort sind darüber hinaus eine Reihe von Gegnermodi verfügbar. Wir sehen auch schon einen fetten Juggernaut mit Minigun, der im Casino drin Action macht, also da, wo die Spielautomaten sind, da, wo die Bar ist, da, wo die ganzen Blackjack- und Three-Card-Poker-Tische rumstehen. So bekannte Gegnermodi wie wahrscheinlich Schlitzer, Hardes Target, jede Kugel zählt und sowas, ich weiß nicht, welche da reinkommen, werden ab sofort, so wie es aussieht, so wie es Rockstar eben gesagt hat, ab sofort dann mit dem Sommer-Update im Casino drin stattfinden. Was cool ist. Jetzt zu den neuen Autos. Bei den Online-Fahrzeughändlern gibt es mehr als ein Dutzend neue Fahrzeuge zu kaufen. Ein Dutzend, beziehungsweise mehr als ein Dutzend sind mehr als 12. Eine schöne runde Zahl wäre 15. Sagen wir mal, es kommen insgesamt 15 raus. Mit dem Sommer-Update, dann könnten die das mit den restlichen Autos Dripfeed-Content bis Ende Oktober strecken. Dann noch anderthalb Monate rund Eventwochen und dann Mitte Dezember das große heißt Winter-Update an der komplett neuen Location. Weiter geht's. Unter anderem welche, die bei Bennys umgebaut werden können. Benny freut sich auf jeden Fall und ein Haufen andere Spieler, ich auch übrigens, die freuen sich jetzt mit mir, mit Benny, weil seit, lass mich überlegen, Januar 2017 gab es nämlich keine Bennys-Autos mehr, also nach 3,5 Jahren bekommen wir jetzt endlich mal wieder neue Bennys-Autos, ne? Aber auch Geländewagen, aufmotzbare Sportwagen, ich denke mal denn bei zum Beispiel Legendary oder Southern San Andreas und zwei neue Open-Wheel-Schönheiten, also zwei, ich sag mal Formel-1-Wagen für die Open-Wheel-Strecken halt, ne? Bringt sie in einer Reihe neuer Open-Wheel-Rennen an ihre Grenzen oder entwerft mit dem neuen Editor für Open-Wheel-Rennen eure eigenen Straßenkurse. Also neuer Editor war ja eigentlich geplant mal, oder zumindest laut Spekulationen, sollte ja ein Open-Wheel-Update 2.0 März, April so rauskommen. So Frühlings-Update, ne? Kam aber nicht. Rockstar Games hat sich das hier für das Sommer-Update aufgehoben. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann mit dem Open-Wheel-Editor eure ganz eigenen Open-Wheel-Rennstrecken erstellen. Ich kann mich noch an den letzten Sommer erinnern, da kam ja das fette Casino auf die Map und da gab es halt Probleme mit Stuntstrecken, ja? Sind Leute Stuntstrecken gefahren und auf einmal sind die da gegen die Casino-Wand gefahren, weil irgendwie hat es Rockstar verpeilt, die Stuntstrecken an das neue Casino anzupassen. Wird diesmal nicht passieren, war aber mega lustig damals. Eins von den beiden neuen Open-Wheel-Fahrzeugen hat Rockstar Games hier unten schon gezeigt, im Rockstar Newswire Post, hat bis jetzt noch keinen Namen, das Teil, aber wir kennen das Real-Life-Vorbild. Das ist der sogenannte Willpower Verizon Penske IndyCar von 2019. Ich weiß nicht, ob ein IndyCar mit dem PR4 mithalten kann, müssen wir noch austesten dann. In den letzten Sätzen schreibt Rockstar Games noch genau das, was ich eigentlich schon gecallt hatte, nämlich dazu gesellen sich eine Vielzahl an allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen, also so ein Quality of Life Update, wo bestimmte Game-Breaking-Glitches und Bugs gefixt werden. Ich sage nur Speedo-God-Mode-Glitch oder Jet-God-Mode-Glitch, letztens schon wieder gesehen auf Reddit, ein Typ ist AFK in seinem Jet-God-Mode-Glitch, der vorher wahrscheinlich am Griefen war, wurde dann halt gekillt von einem Spieler, ne? Aber solche Glitches, denke ich, wird Rockstar Games dann patchen, dass GTA Online eine insgesamt bessere Spielerfahrung wird. Und zum Schluss noch eine wichtige Info zu den kommenden Eventwochen. In den kommenden Monaten wird es auch weiterhin unsere wöchentliche Serie mit Special Events und Boni geben, wenn am 11. August das Los Santos Summer Special in GTA Online erscheint. Also am Dienstag, den 11. August, kommt dann das Los Santos Summer Special Update raus und am Donnerstag wahrscheinlich dann auch schon die erste Eventwoche. Übrigens, noch eine witzige Info, zurzeit gibt es auf PC sogenannte Update-Trolle, die den Leuten einfach sagen, ey Digi, guck mal,
Rockstar Games hat das Spiel geupdatet. Das neue Update ist draußen. Ihr müsst unbedingt mal das Spiel neu starten. Ja, und auf einmal verlassen alle die Sitzung. Ich sag nicht, dass ihr das ausprobieren solltet, aber ich fand es halt mega lustig, als ich den Screenshot gesehen habe. Naja, und das war's auch schon wieder mit dem wöchentlichen GTA News Flash, den wichtigsten News zum Thema GTA der letzten 7 Tage. Ich denke mal, war wieder sehr informativ und unterhaltsam. Wir sehen uns, würde ich sagen, am Dienstag wieder zum neuen Sommer-Update in GTA Online mit einer schmackhaften Tuning-Folge oder mehreren. Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Let's go. Hawaii Hemd Special.